Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. So, in dem Sinne recht herzlich willkommen zu unserem Education Monday. Heute wollen wir uns im zweiten Part den japanischen Candlesticks widmen. Wir haben ja letzte Woche schon mal die ersten beiden Kerzen und die Interpretation am Markt besprochen. Heute wollen wir uns zwei weitere stärkere Umkehrformationen anschauen. Das sogenannte Bullish und Bearish Engulfing Pattern. Tolle Namen, wie die aussehen, wie die aufgebaut sind, wollen wir uns zusammen anschauen und natürlich auch das vom letzten Montag hier nochmal wiederholen, wie das live in den Märkten aussieht, wie ihr das in euren Handel einbauen könnt und sollt. Und habe euch das Ganze bei mir auf der Website auch nochmal hinterlegt, sodass ihr das Ganze hier auch nochmal findet. Das heißt, ihr schaut hier unter Kursangebote Education Level 2. Wenn ihr ein bisschen runterscrollt, dann seht ihr hier auch einen kompletten Kurs zur japanischen Candlestick-Analyse. Wenn ihr hier zum Kurs geht, habt ihr dann hier die Basis, die wir beim letzten Mal schon besprochen haben, ein bisschen was zur Geschichte, Basiswissen, wie die Kerzen konstruiert werden. Die ersten Formationen hatten wir hier schon besprochen, den sogenannten Hammer und Shooting Star. Heute wollen wir uns das Bullish Engulfing Pattern und das Bearish Engulfing Pattern anschauen. Zwei sehr, sehr starke Umkehrformationen, die wir im Handel sehr, sehr schön nutzen können, die wir sehr, sehr häufig im Handel finden. Und da wollen wir einfach mal den Kurs starten und das Ganze uns hier im ersten Teil theoretisch mit anschauen. Und im zweiten Teil wollen wir uns das Ganze natürlich dann in der Praxis mit anschauen, sodass ihr das Ganze nutzen könnt. Diese Formation im Vergleich zu dem Hammer und dem Shooting Star, die wir beim letzten Mal besprochen haben, bestehen aus zwei Kerzen. Ihr seht schon hier unten die Abbildung. Das bullische Engulfing Pattern besteht im Prinzip aus zwei Körpern. Bullish, also eine positive Engulfing Pattern Umkehrformation, sieht folgendermaßen aus. Ihr habt eine erste Kerze, die sich in der Regel nach einem Abwärtstrend ausbildet. Das heißt, die Kerze ist immer noch ein Indiz auf einen intakten Abwärtstrend. Und die zweite positive Kerze, und das ist das, was sich hinter diesem Engulfing Pattern verbirgt, ummantelt im Prinzip die komplette erste Kerze. Das heißt, wir haben den Eröffnungskurs dieser Kerze hier unten und den Schlusskurs dieser Kerze da oben. Wenn wir uns das hier einmal einzeichnen, seht ihr das. Wir haben hier unsere erste negative Kerze am Markt, die hier intakt für diesen Abwärtstrend steht, den wir hier im Vorfeld am Markt hatten. Und diese Kerze wird komplett ummantelt durch eine positive Kerze. Diese Kerze eröffnet hier unten unterhalb des ersten Kerzenkörpers und schließt oberhalb dieses ersten Kerzenkörpers. So sieht das Ganze nachher im Markt aus. Und wenn ihr so eine Formation entdeckt, diese beiden Kerzen sind eine sogenannte Bodenbildungsformation, dann habt ihr hier die Indikation, dass wir hier den Abwärtstrend beenden und an der Stelle einen neuen Aufwärtstrend erwarten können. Diese Kerzen sollten natürlich, wie es der Name sagt, als Bodenbildungsformation in euren Kaufzonen auftauchen, egal welche Setups ihr nutzt, beziehungsweise wir werden das auch einmal erst ohne Setups uns anschauen, sind ein ganz, ganz starkes Indiz, dass der vorangegangene Abwärtstrend beendet ist und hier in diesem Bereich durch dieses Bullish Engulfing Pattern ein neuer Aufwärtstrend beginnt und wir dementsprechend das Ganze mit nutzen können, um hier unser Einstiegssignal im Bereich unserer Kaufzonen noch einmal zu unterstützen. Wenn wir uns ein bisschen die Psychologie anschauen, sieht man schon, habe ich euch das hier in diesem Bereich nochmal kurz erläutert, was sich dahinter verbirgt. Wir brauchen also erstmal diesen aussagekräftigen Abwärtstrend. Das werden nachher auch gleich unsere Prüfbedingungen, wobei die erste Kerze dann, wie schon bereits besprochen, immer noch negativ ist. Und dann ändert sich auf einmal dieses Bild am Markt. Hier ist es immer noch ein Indiz, die Verkäufer dominieren immer noch den Markt, deshalb auch die erste negative Kerze. Dieses Kräfteverhältnis am Markt
ändert sich dann aber hier, wie gesagt, im Gegensatz zu den Pinbars, also dem Hammer und den Shootings, da brauchen wir zwei Kerzen. Diese Formation bestehen also immer aus zwei Kerzen. Und die zweite Kerze, die positiv ist, und zwar so deutlich positiv, dass sie die komplett erste Kerze praktisch einschließt. Und dabei ist es wichtig, dass sie den Kerzenkörper einschließt. Also die muss nicht auch die Höchst- und die Tiefstände. Wichtig ist, dass sich der Kerzenkörper der ersten Kerze innerhalb des Kerzenkörpers unserer zweiten positiven Kerze befindet. Dann ummantelt man das Ganze und da spricht man dann von einem Engulfing Pattern. Und das zeigt euch an, dass sich hier das Kräfteverhältnis geändert hat. Die Dominanz der Verkäufer ist beendet. Die Käufer melden sich am Markt zurück. Und das ist natürlich ein ganz, ganz starkes Bodenbildungssignal, ein ganz, ganz starkes Kaufsignal hier am Markt. Und prozentual könnt ihr sagen, die stärksten Signale sind eigentlich der bestätigte Hammer und der Shootingstar. Und dann kommt auch schon gleich die Formation dieses Bullish Engulfing Pattern, ist prozentual genauso stark. Auch dieses Umkehrszenario hat eine 85-prozentige Wahrscheinlichkeit am Markt, dass dann hier eine entsprechende Buy-Indikation folgt, also auch sehr stark. Und wenn wir die Kerzen natürlich in unsere Setups mit einbauen, diese Kerzenformation in unseren Kaufzonen, in unseren Unterstützungsbereichen auftauchen, dann ist es natürlich ein weiterer Baustein, der euch hier ein sehr, sehr starkes Indiz dafür gibt, dass wir hier ein sehr, sehr schönes Handelssignal, eine sehr schöne Trendumkehr zu erwarten haben. Und dann können wir das natürlich hier wunderbar nutzen. Ähnlich wie mit den Pinbars beim letzten Montag habe ich euch hier auch nochmal die Prüfbedingungen für den Handel aufgezeichnet. Auch hier sind mehrere Prüfbedingungen zu beachten. Ich brauche als erstes mal einen aussagekräftigen Abwärtstrend. Das sehen wir hier im Chart. Ich habe hier einen schönen Abwärtstrend im Markt, mehrere Kerzen, eine größere Punktbewegung. Geht es nach unten? Das hier ist immer noch unsere erste negative Kerze. Also auch hier haben wir immer noch in Trendrichtung unsere negative Kerze. Und dann brauchen wir eine ganz klar definierte Kerzenformation, weil, wie gesagt, diese Umkehrformation besteht ja aus zwei Kerzen. Dann möchte ich wirklich die zweite Kerze, die komplett den Kerzenkörper dieser ersten ummantelt, umschließt. Und je größer diese zweite positive Kerze dann ist, desto stärker ist natürlich hier auch dieses zu erwartende Handelssignal, weil mir diese Kerze dann hier andeutet, dass sich das Kräfteverhältnis an dieser Stelle dominant gewandelt hat, dass wir hier in diesem Bereich auf einmal keine Verkäufer mehr am Markt haben, sondern nur noch Käufer. Und das ist ja genau das, was ihr im Endeffekt wollt. Wir wollen in der Kaufzone im Bereich einer Unterstützung Käufer. Und das zeigt euch diese Kerzenformation des Bullish Engulfing Pattern hier sehr, sehr stark an. Und dann ist es im Prinzip, weil diese Umkehrformation aus zwei Kerzen besteht, die dritte Kerze hier am Markt mit dem Opening dieser dritten Kerze. Hier müsst ihr also keine Höchststände mehr überschreiten. Hier ist es dann praktisch euer Entry in den Markt. Wenn diese Kerzenformation aus diesen zwei Kerzen komplett ausgebildet wird, ist sofort die nächste Kerze euer Entry in den Markt. Da steigt ihr ein. Stop-Level. Auch ganz wichtig, wir brauchen ja mehrere Informationen. Stop Level ist der Tiefstand aus dieser Formation. Sollte die erste Kerze ein tieferes Low haben, dann nehmen wir natürlich dieses Low, also der Tiefstand aus diesen beiden Kerzen, das wird dann euer Low, euer Stop Level. Und ich mache es immer so, dass ich da nochmal plus ein, zwei Punkte, je nachdem, in welchem Timeframe ich handle, damit ich immer noch ein, zwei Punkte mit dem Stop Level hier unter diesen Tiefstand gehe. Und dann dementsprechend dort mein Stop-Niveau immer so ein, zwei Pünktchen tiefer hier in den Markt setze. Das ist euer SL-Level. Da liegt der Stop. So, und dann habt ihr hier ein Entry-Niveau in den Markt mit dem Opening der dritten Kerze praktisch am Markt. Das ist euer Entry. Und dann könnt ihr es euch ganz einfach machen. Jetzt haben wir schon zwei wichtige Informationen. Die Differenz zwischen meinem Entry und dem Stop, nehmen wir mal an, das sind 10 Punkte. Das ist euer Risiko für den Trade. Und auch hier ist es wieder so, dass wir hier komplett unser CRV von 2 zu 1 nutzen. Jetzt haben wir unser Risiko definiert. Ich habe 10 Punkte als Risiko. So, dann möchte ich, wenn ich 2 zu 1 handle für mein Take Profit, eine 20
pünktige Gewinnerwartung. Das heißt, ich muss mich am Markt gar nicht groß orientieren. Anhand meines Chance-Risiko-Verhältnisses habe ich dann hier meine Zielerwartung minimal mit dem Ergebnis 2 zu 1, dass meine Gewinntrades immer doppelt so groß sind wie meine Verlusttrades. Haben wir im Rahmen unseres CAV-Workshops schon durchgesprochen, warum das so wichtig ist. Dann habe ich nämlich auch die Chance, einmal die minus 10 zu machen, nochmal die minus 10 Trades, falls er mal falsch geht. Und durch diesen einen plus 20 Punkte Trade werden beide minus Trades kompensiert und wir sind trotzdem wieder vorne mit dabei. In unserem Handel deshalb immer wichtig, ich wähle Minimum immer ein 2 zu 1 CRV und wichtig, versuch dann auch dieses Ziel zu erreichen, dieses Take-Profit-Ziel und so könnt ihr das sehr, sehr schön nutzen, um mit dieser Formation sehr schöne Handelssignale im Markt zu finden. Die zweite wichtige Formation, die wir besprechen wollen, das war also unser Bullish Engulfing Pattern. Bullish, die Bären stehen immer für positive Marktphasen, ist das Bearish Engulfing Pattern. Bearish Engulfing Pattern natürlich genau die Umkehr. Wenn das Bullish Engulfing Pattern eine Bodenbildungsformation ist, dann ist unser Bearish Engulfing Pattern natürlich eine Top-Bildungsformation. Bullish gleich Kaufsignal, Bearish gleich Verkaufssignal. So, können wir auch mal in den Kurs mit reingehen. Und schauen uns das auch mal hier an. Auch hier seht ihr den Aufbau des Ganzen. Auch diese Formation besteht wieder aus zwei Kerzen. Der erste Kerzenkörper ist positiv, der auch gefolgt ist hier in einem ganz klaren Aufwärtstrend. Das schauen wir uns gleich nochmal in der Checkliste genau mit an. Und diese positive Kerze wird von der zweiten Kerze hier wieder komplett ummantelt. Das heißt, der Kerzenkörper unserer ersten Kerze befindet sich im Körper der zweiten Kerze. Er wird komplett umschlossen und dann ist hier auch dementsprechend meine weitere Prüfbedingung für diese Kerzenformation erfüllt. Und auch hier ist es, je dominanter diese zweite Kerze ist, je größer diese zweite Kerze ist, umso stärker ist dann hier auch unser Handelssignal, was sich ergibt. Dadurch, dass es sich hier halt um eine Top-Bildung handelt, sollten diese Indikationen im Bereich eurer Verkaufszonen auftauchen. Das heißt, hierbei handelt es sich um eine ganz klassische Verkaufskonstellation und diese Verkaufskonstellation sollte natürlich in unseren Verkaufszonen im Bereich unserer Widerstände auftauchen, weil wir dann eine schöne Indikation am Markt haben, dass es hier zu einer Korrektur nach unten kommt. Und genau das wollen wir dann ja im Prinzip handeln. Psychologisch ist es halt so, dass sich auch durch diese Kerzenformation das Kräfteverhältnis am Markt komplett ändert. Mit der ersten Kerze hatten wir noch eine Dominanz der Käufer im Markt. Aber durch das Ausbilden dieser zweiten Kerze werden diese Käufer komplett aus dem Markt gespült und es ändert sich das Kräfteverhältnis zugunsten meiner Verkäufer. Und damit habe ich hier halt eine sehr schöne Umkehrformation am Markt. Die sollte natürlich in Widerstandsbereichen auftreten, in Verkaufszonen antreten. Mit dem Ausbilden dieses Bearish Engulfing Pattern hat sich einfach unsere Angebots- und Nachfragesituation am Markt geändert zugunsten der Verkäufer. Verkäufer in der Verkaufszone an einem Widerstand. Das ist genau das, was ihr wolltet. Somit wird praktisch unsere Verkaufszone, unser Widerstand bestätigt. Und das ist genau das, was ich haben will, um dann hier einen optimalen Einstiegspunkt in den Markt zu finden. Und dementsprechend habe ich euch auch hier das Schaubild einmal aufgezeichnet. Wir wollen das ja gleich praktisch zusammen im Markt machen. Hier das Schaubild, wie das von den Prüfbedingungen aussehen muss. Ihr braucht also als erstes diesen aussagekräftigen Aufwärtstrend. Den haben wir hier am Markt. Der Markt läuft schön nach oben über eine größere Punktspanne, über mehrere Kerzen. Die erste Kerze ist dann halt genau wie im vorangegangenen Trend noch diese positive und wichtig ist dann hier aber meine zweite negative Kerze, die komplett diesen ersten Kerzenkörper umschließt. So, und das ist dann hier auch meine
fertig ausgebildete Umkehrformation, mein fertig ausgebildetes Verkaufssignal. Der Einstieg erfolgt mit der dritten Kerze hier am Markt. Also die dritte Kerze ist gleich euer Entry in den Markt. Mit dem Opening, mit der Eröffnung dieser dritten Kerze, wenn die Formation also komplett ausgebildet wird, geht es hier in den Markt. Und dann genau hier das Gleiche. Auch hier könnt ihr anhand dieser Punkte, die wir hier im Markt haben, natürlich genau sehen. Hier ist mein Entry. Der Höchststand dieser Formation, also das High dieser Formation, das ist dann gleich wieder mein Stop-Kurs. Da wird oberhalb dieses Kurses euer Stop-Level platziert, weil wenn der Kurs hier nach oben ausbrechen sollte, dann ist diese Formation hier im Markt egalisiert, dann existiert sie nicht mehr, dann ist die Aussagekraft dieser Formation weg, dann ist sie aufgehoben, dann haben wir auch in diesem Sell-Trade nichts mehr zu suchen, weil dann einfach zu erwarten ist, dass der Markt hier weiter nach oben läuft, werdet ihr aber sehr, sehr selten finden. Wie gesagt, diese Kerzenformation aus diesen zwei Kerzen hat eine über 85-prozentige Aussagekraft. Ja, und dann ganz einfach, Entry-Niveau, Stop-Niveau, diese Differenz ist praktisch wieder euer Risiko im Markt. Das ist euer Risk, das müsst ihr bereit sein zu gehen. Nehmen wir mal an, das sind in unserem Fall auch wieder 10 Punkte. Und je nachdem, in welchem Markt, in welchem Timeframe ihr das nutzt, ihr könnt das wirklich vom Minutenchart bis zum Monatschart nutzen, ist diese Differenz natürlich größer. Auch hier greift dann aber wieder unser CRV von 2:1. Das heißt, wenn ich hier ein Risiko von 10, 20, 50 Punkte, je nachdem, in welchem Timeframe, in welchem Markt ihr das handelt, ist es hier halt so, dass ich dann auch meine 10 Punkte Risk habe und Minimum darauf basierend das Doppelte an Gewinn haben will, damit ich dann hier dementsprechend immer mit unserem CRV-Verhältnis immer zu meinen Gunsten arbeite und mir das Ganze dann im Markt anschauen kann. So, Markt anschauen, das ist auch unser Schlagwort. Wenn es soweit erstmal von euch keine Fragen gibt, wollen wir den theoretischen Part auch schon beenden und wollen uns das Ganze mal in der Praxis mit anschauen, wie wir diese Kerzenformation im Markt nutzen können. Und da habe ich hier einfach mal uns unseren Chart aufgemacht und ich werde ihn ein bisschen größer machen und wir werden uns gleich mal mehrere Formationen hier versuchen rauszusuchen. Ich gehe an der Stelle auch nochmal auf die beiden Formationen des Pinbars, unserer Pinbars vom letzten Mal ein, also dem Hammer und den Shooting Star. Ich wiederhole das nochmal für euch. Wir haben einmal diese starke Umkehrkerze. Wir haben den sogenannten Shooting Star als Verkaufsindikation. Ihr habt hier unten diesen Kerzenkörper und diesen langen oberen Schatten. Das ist eine ganz klare Sell-Indikation am Markt. Hier brauchten wir halt noch die Bestätigung. Die nächste Kerze soll das Low dieser Kerze, also den Tiefstand, unterschreiten. Dann ist das eine ganz starke Umkehrkerze. Das Pendant zu diesem Shooting Star war ja unser Hammer. Der sieht optisch ähnlich aus, ist nur einmal gespiegelt. Das heißt, wir haben hier unseren Kerzenkörper und haben diesen langen unteren Schatten. Und langer unterer Schatten bedeutet zweimal laut klassischer Literatur, ich habe mindestens eigentlich einen dreimal so großen unteren Schatten wie dieser Kerzenkörper. So, und auch hier gilt, die nächste Kerze muss das High, den Höchststand hier überschreiten, um dann hier eine Buy-Indikation am Markt zu geben. Bricht also die nächste Kerze nach oben durch, dann ist das eure Buy-Indikation. So, das also eine Bodenbildungskerze, der Shooting Star eine Verkaufskerze und die suche ich mir natürlich immer sehr, sehr gerne im Chart und wenn ich solche Kerzen entdecke, sind das neben diesen Bullish, neben diesen Bearish Engulfing Patterns sehr, sehr starke Verkaufsformationen und wir gehen jetzt einfach mal im Chart so ein bisschen auf die Suche, wo wir diese Kerzen finden. Hier oben sehe ich jetzt schon vor dieser letzten schönen Korrektur, da sticht mir eine Kerze, ich vergrößere das Ganze mal so ein bisschen hier schon ins Auge, die haben wir letzten
Montag besprochen. Da sehen wir diesen wunderschönen, ich nehme mal eine andere Farbe, dann sehen wir das besser. Hier sehen wir diesen wunderschönen Pinbar in Form eines Shootingstars. Schaut euch mal diese Kerze an. Hier ein wunderschöner Kerzenkörper am unteren Ende mit diesem langen oberen Schatten. Und wichtig für mich ist nicht nur diese Formation, sondern für mich wichtig ist dieser Bereich. Dieser obere Schatten, diese Zone, die markiere ich mir. Warum? Weil diese Zone mir genau anzeigt, wo liegen Verkaufsorders im Markt. Wenn wir also mal schauen zwischen 31.680 und 31.675, das ist genau diese Zone, wenn wir es uns hier mal verlängern, da liegen meine Verkäufer im Markt. Und dann hatten wir beim letzten Mal auch bei dieser Formation besprochen, habe ich es sehr gerne, wenn eine der nächsten Kerzen, so, ich muss mal das Zeichen rausnehmen. Wenn ich also hier dann meinen schönen ausgebildeten Shootingstar habe, wenn eine meiner nächsten Kerzen hier nochmal eintaucht. Und da habe ich immer so eine magische Grenze, diese 50% Linie. So, und wenn wir dann nochmal zu 50% in diesen vorangegangenen Schatten eintauchen, dann ist das für mich eine wunderbare Sell-Indikation, um hier im Prinzip meinen Zeltritt zu eröffnen, um hier in den Markt mit reinzukommen, um hier einen Zeltritt am Markt zu platzieren, weil dann erwarte ich eine sehr, sehr schöne Korrektur am Markt. Und ihr seht, genau das haben wir hier heute im Prinzip auch so um 18:30 Uhr gemacht. Wir haben diese sehr, sehr schöne Verkaufskerze aufgezeichnet. Die zweite Kerze, die ihr immer gerne in Kombination damit findet, die haben wir beim letzten Mal angesprochen, ist diese dieser klassische Doji. Man spricht immer davon, das Ganze sieht aus wie ein Kreuz. Das ist diese Kerze hier. Dieses Kreuz deutet immer auf Marktneutralität hin. Käufer auf der einen Seite und Verkäufer auf der anderen Seite halten sich die Waage. So, und das ist doch genau das, was ich will. Diese Kerze hier zeigt mir an, ich habe massiv Verkäufer im Markt, eine der stärksten Umkehrkerzen. Die nächste Kerze schaltet den Markt komplett auf neutral. Und dann schaut mal auf die dritte Kerze. Auch diese dritte Kerze ist ein sogenannter Shootingstar. Und die taucht genau zu 50% in die vorangegangene Zone, in diesen oberen Schatten ein. Also eine perfektere Konstellation werdet ihr kaum finden am Markt. Und dann seht ihr auch, was hier passiert. Unterschreitende Shooting Stars, das ist hier meine Entry-Linie. So, und dann habt ihr hier, ohne überhaupt ein Hilfsmittel zu nutzen, eine perfekte Konstellation. Ihr seht, wir haben hier noch gar nicht unsere Preisbänder drin, unsere Verkaufszonen drin, Widerstandsmarken drin. Wir nutzen den nackten Chart und kann wirklich hier anhand dieser wenigen Kerzen eine perfekte Konstellation für ein Sell-Signal ausmachen. So, Risiko. SL ist gleich der Höchststand. So, und wenn wir uns das Ganze dann mal hier anschauen, dann sehe ich, ich habe hier einen Einstieg, habe bei diesem Trade circa 6, 7 Punkte Risiko. Das heißt, meine Gewinnerwartung heute sind eh sehr ruhige Märkte. Wir bewegen die Märkte eh nicht. Köln und Co. hat Karneval, Rosenmontag, deshalb ist eh nicht viel los, obwohl ja offiziell nicht gefeiert werden darf. Aber Minimum das Doppelte, wenn ich 7 Punkte Risiko habe, was für einen Dow Jones natürlich phänomenal gering ist, habe ich halt auch mindestens 14 Punkte Gewinnerwartung. Und die zieht er sich dann auch hier wunderbar. Also eine mega starke Verkaufskonstellation. Alle Komponenten, die wir brauchen, Shootingstar plus Doji plus Shootingstar, die auch noch hier zu 50% in die vorangegangene Kerze eintauchen. Super. So, etwas später auch hier seht ihr eine Konstellation und das ist schon dieses negative, unser sogenanntes Bearish Engulfing Pattern. Ihr seht, ich habe hier einen schönen Aufwärtstrend. War ja die erste Prüfbedingung. Die letzte Kerze, das ist die hier, die ist noch positiv. Wir haben also hier immer noch eine schöne positive Kerze mit ihren oberen und unteren Schatten. Und die nächste Kerze, die eröffnet hier und schließt hier unten. Ihr seht, die eröffnet hier und schließt unterhalb des Kerzenkörpers der zweiten. Plus nochmal diesen riesen oberen Schatten, den diese Kerze hat. Erstens, das ist ein Engulfing Pattern. Die zweite Kerze ummantelt komplett die erste Kerze.
Erste wichtige Formation. Und die zweite wichtige Information ist dieser lange obere Schatten hier am Markt. Der zeigt mir an, hallo, hier sind Verkäufer im Markt. Und Verkäufer sind doch genau das, was ich eigentlich möchte. Ich möchte ja mit dieser Formation, weil es eine Verkaufsformation, eine Top-Bildungsformation ist, ein Sell-Signal. Perfekt. Opening der dritten Kerze, das ist euer Entry in den Markt. Der Höchststand dieser Formation ist wieder euer SL. So, ihr nehmt einfach zwischen Entry und SL eure Differenz. So, meinetwegen 5, 6 Punkte. Das Doppelte ist die Gewinnerwartung, euer TP. Und dann habt ihr ein ganz einfaches System, um ohne Hilfslinien, um ohne Hilfsmittel hier Einstiege im Markt zu finden. Also auch hier ein sehr, sehr schönes Engulfing Pattern in dieser Konstellation. Zusätzlich noch mit diesem großen Doji. Und wir werden uns gleich mal unsere Indikatoren einblenden, unsere Hilfsmittel, unsere Color Bands, unsere CRV-Lines. Und wenn diese Formation oder diese perfekte Formation hier oben aus unserem Shooting Star plus Doji plus Shooting Star jetzt auch noch im Bereich unserer Verkaufszonen, unserer Preisbänder irgendwie auftauchen, dann sind das natürlich unschlagbare Handelssignale in Kombination mit unseren Handelssignalen, liegt ihr dabei einer über 90-prozentigen Trefferquote in diesen Signalen. Und das ist doch eigentlich das, was wir genau wollen. So, wir scrollen mal ein bisschen zurück. Wir gehen mal auf die Suche nach weiteren Formationen, um hier dementsprechende Handelssignale am Markt zu finden. Und hier sehen wir zum Beispiel gleich mehrere Indikationen. So, wir fangen mal an mit dem Bullish Engulfing. Bullish positiv. Also, wir haben im Vorfeld hier einen Abwärtstrend. Warum wir den hatten, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und hier seht ihr jetzt unsere erste Kerze. Diese erste Kerze ist noch komplett negativ und der Körper der zweiten Kerze ummantelt komplett diesen ersten Körper. Also, ich zeichne es nochmal auf. Wir haben den Abwärtstrend mit unserer negativen Kerze im Vorfeld. Die zweite Kerze eröffnet darunter und schließt darüber. So, das heißt, sie umschließt komplett diese erste Kerze. Wunderschön gezeichnet. So, ganz klassische Bodenbildungsformation. Danach geht es nach oben. Ihr seht das auch hier, das kann man auch als Fortsetzungsformation, nicht nur die Umkehrformation. Ihr seht hier dasselbe Bild, auch hier wieder meine negative Kerze, die komplett ummantelt wird von so einer großen positiven Kerze. Danach läutet diese Kerze, diese Aufwärtsbewegung hier am Markt ein. Also ganz starke Formation. Und das hier über diesen Klassiker hier brauchen wir, glaube ich, jetzt gar nicht mehr großartig zu sprechen. Das sind so die stärksten Formationen, die ich eigentlich haben kann. Ich habe hier diesen mega Shooting Star. Der hat nicht mal mehr einen Körper hier am unteren Ende. Normalerweise will ich ja hier noch so einen kleinen Kerzenkörper haben. Gefolgt von noch einem riesigen Shooting Star. So, also hier müsste jedem klar werden, dass wir hier eine Zone haben von hier bis hier, wo wirklich massiv Verkäufer im Markt liegen. So, und Verkäufer sind ja genau das, was ich brauche für einen Sell Trade. Also fühle ich mich hier halt sehr wohl. Und das Ganze deutet sich an. Ihr braucht wirklich nur nach insgesamt 5 Kerzen Ausschau halten. Ihr seht, in dem Kurs habt ihr noch viel, viel mehr Informationen. Aber das ist für mich schon die erste relevante Kerze. Hier haben wir wieder unser kleines Pluszeichen. Pluszeichen ist der sogenannte Doji. So, Dojis finde ich schon immer mal klasse. Wenn so ein Doji in meiner Kauf- oder Verkaufszone auftaucht, so wird er geschrieben, ist das immer schon mal ein Zeichen, dass Käufer und Verkäufer pari sind am Markt. Das ist schon mal, die Ampel steht auf Gelb. So, dann wird mit der nächsten Kerze dieser dominante Shooting Star ausgebildet. Eine der stärksten Verkaufsindikationen, die ihr am Markt habt. So, auch hier sehen wir, wir tauchen nochmal genau zu 50% in diesen vorangegangenen Schatten ein. Auch das wird ein Shooting Star.
Auch die nächste Kerze taucht nochmal zu 50% in den vorangegangenen Schatten ein. So, und dann seht ihr, warum diese Formation hier eine Sell-Indikation einläutet. Höchststand der Formation ist wieder euer SL. Hier unten liegt wieder euer Entry. So, und das Doppelte von der Differenz von Entry und Stop ist dann dementsprechend einmal, zweimal genau euer Exit-Niveau. Hier liegt nachher euer Take-Profit im Markt. Das nutzt ihr dementsprechend als Exit-Signal. Und dann seht ihr, haben wir bisher noch nicht ein einziges Mal irgendwo eins unserer Hilfsmittel genutzt. Warum? Ich möchte euch einfach zeigen, wie stark diese Kerzen alleine sind, warum es sinnvoll ist, sich diese Kerzenformation ganz genau anzuschauen, weil wenn ihr die beherrscht und die natürlich nachher in unseren Setups entdeckt, mega starke Handelsindikation. Wir bleiben bei den Shooting Stars. Ihr seht hier wieder, wir haben Prüfbedingung Nummer 1 für den Shooting Star, einen super schönen Aufwärtstrend. Dann diese dominante Pinbar-Kerze, dieser Shooting Star, Tiefstand dieser Kerze wird unterschritten, ist der Einstieg in den Markt. Wunderschönes Sell-Signal. Umgedreht, genau dasselbe. Hier sehen wir so einen Hammer im Markt. Hammer, diese schöne, dominante, umgedrehte Kerze hier am Markt, langer unterer Schatten. Ihr seht hier unseren Hammer. Mit der nächsten Kerze tauchen wir nochmal zu 50% ein. Und hier folgt die nächste Formation. Schaut mal, diese Kerze, das ist noch eine negative Kerze, wird komplett ummantelt. Das heißt, die Kerze öffnet unterhalb des Schlusskurses der vorangegangenen negativen Kerze und schließt oberhalb. Das ist jetzt zusätzlich nochmal ein Engulfing Pattern, also ein Bullish Engulfing Pattern. Das ist eine mega starke Kaufformation und ihr seht auch hier, der Tiefstand dieser ausgebildeten Formation, sprich der Tiefstand vom Hammer plus ein, zwei Pünktchen, ich lasse mir immer ein bisschen Luft zum Atmen, ist euer SL-Niveau, euer Stop-Loss-Niveau. Ihr seht, das testen wir immer wieder, dieses Eintauchen zu 50% in den unteren Schatten und dann startet hier diese große Trendbewegung. Hier der Shooting Star, der diesen schönen Abwärtstrend einläutet. Hier der Shooting Star, der diesen schönen Abwärtstrend. Ihr seht, wie viele Formationen ich hier finde. Auch hier, schaut mal an. So, die Kerze, die erläutere ich jetzt euch nochmal ganz kurz. Dann haben wir sie nämlich auch abgearbeitet. Der sieht ja aus eigentlich wie unser Hammer. Sieht er auch? Nur den Hammer suchen wir eigentlich immer in einer Kaufzone. So, taucht diese Kerze in eurer Verkaufszone auf, also am Ende eines Aufwärtstrends, nennt sich diese Kerze Hanging Man. So, die Namen der japanischen Candlestick-Analyse, die sind immer sehr schön. Und wenn man sich das mal übersetzt, Hanging Man, das ist wirklich ein Mensch, der aufgehangen wird. So, und das ist immer eine negative Indikation, finde ich zum Beispiel. So, das ist so ein Geigenmännchen, dem können wir jetzt hier so einen schönen Geigen hinmalen. So, und dann hängt da einer an diesem Geigen, so wie wir es früher gerne gespielt haben, ist immer eine negative Indikation. Genau dasselbe haben wir am Markt auch. Ein Hanging Man deutet sehr gerne das Ende dieser Aufwärtsbewegung an, gefolgt zweite Kerze plus Doji. Marktneutral, Käufer, Verkäufer halten sich die Waage, plus gefolgt von einem zweiten Doji. Und ihr seht schon, was mich hier interessiert, sind die oberen Schatten auf diesen Kerzen. Diese oberen Schatten deuten euch den Verkaufsdruck im Markt an. Mega starke Sell-Indikation, die dann auch erklärt, ups, warum geht es denn hier relativ schnell nach unten? Und ihr seht, wenn ihr diese 3, 4, 5 Kerzen kennt, und nutzt, braucht ihr nicht viel mehr aus der Candlestick-Terminologie kennen, weil die wirklich extrem stark sind. Hier genau dasselbe, auch hier wieder unser Hammer im Markt. Hammer, eine der stärksten Bodenbildungskerzen. Wir tauchen in der Folge genau zu 50% nochmal in den Markt mit ein. Das, was sich aus dieser negativen und dieser positiven Kerze ausbildet, ist zusätzlich nochmal ein Bullish Engulfing Pattern. Eine negative Kerze wird komplett ummantelt durch eine positive Kerze. So, und hier sehe ich einfach durch die Formation des Hanging Man,
durch meine beiden Dojis. Hier ist leider Schluss. Das heißt, das ist dann auch, wenn ich hier erst in den Markt reinkomme, mein Exit aus diesem Beitritt, weil ich mich mit diesen Formationen hier schon am Beispiel wieder auf einen neuen Sell-Trade vorbereite. Und dementsprechend habe ich da natürlich nichts mehr in dem Beitritt zu suchen. Scroll mal ein Stück zurück. Shooting Star. Korrektur nach unten. Scrollen wir ein Stück zurück. Wir haben hier einen negativen Trend. Letzte Kerze negativ. Nächste, zweite Kerze positiv. Das ist ein Bullish Engulfing Pattern. Eine ganz starke positive Umkehrformation für einen Kauf. Und wir sehen Tiefstand SL. Oh, und dann geht es hier nach oben, bis wir hier irgendwann unseren Shooting Star ausbilden. Und so könnt ihr das in jedem Markt. Wir sind jetzt hier im Dow Jones unterwegs. Wir können hier unten aber auch mal in den DAX mit reinschauen und uns ähnliche Formationen suchen. Ihr werdet immer wieder ähnliche Formationen finden. Bleiben wir mal hier im Markt. Dominanter Shooting Star. Gefolgt von einem Doji, marktneutral. Gefolgt von noch einem Doji, marktneutral. So, Tiefstände, Entry, Korrektur. So, schauen wir mal hier unten hin. Warum hört die Korrektur hier unten auf am Markt? So, wir haben hier unseren negativen Abwärtstrend. Den haben wir durch die Formation Shooting Star Doji Doji eingeläutet. Hier, die letzte Kerze ist eine negative Kerze. Und diese negative Kerze wird mit der nächsten Kerze, ihr seht, der Kerzenkörper der folgenden, ummantelt komplett die vorangegangene Kerze. Bullish Engulfing Pattern. Negative Kerze, gefolgt von einer positiven Kerze, ist hier eine klassische Umkehrformation nach oben. Und so findet ihr immer wieder einfache Kerzen, um hier eine Indikation im Markt zu finden, um hier Handelssignale im Markt zu finden. Und wir schauen uns das Ganze mal an, wenn wir das gleich mit unseren Indikatoren, mit unseren Setups kombinieren, wie stark hier diese Formationen sind. Auch hier im Prinzip, so mal Autoplay ausstellen, ein bisschen zurückscrollen, auch hier wieder ganz dominant ein Shooting Star. Gefolgt von einer Mini-Kerze. Und diese beiden Kerzen werden durch eine super dominante negative Kerze ummantelt, umschlossen. Das Ganze ist hier eine Formation eines Bearish Engulfing Pattern. Negative Kerzenformation. Entry mit der dritten Kerze hier unten. So, und ihr seht, da kommt die schöne Korrektur hier am Markt. Und so kann ich das wieder schön nutzen. Hier, die Formation beginnt mit einem Doji. Doji Markt gleich neutral, gefolgt von einem Shooting Star. Die nächste Kerze taucht zu 50% in diesen oberen Schatten ein, bildet auch noch einen Shooting Star. Auf einen herzlichen Glückwunsch. Hier ist Schluss mit der Bewegung nach oben. Hier kommt der Korrekturmodus. So, hier sehen wir auch, warum hier unten Schluss ist. Und mit ein bisschen Übung, glaubt mir, erkennt ihr das. Negative Kerze ummantelt durch eine positive. Bullish Engulfing Pattern. Das war der Tiefstand dieser Bewegung, plus ein Hammer hier drin. Danke, dann geht es erstmal nach oben. Und so könnt ihr das immer wieder nutzen, diese oberen und unteren Schatten. Diese Kerze, das ist kein schöner Hammer. Der Kerzenkörper ist mir viel zu groß. Was mich aber interessiert, ist dieser untere Schatten. Dieser untere Schatten zeigt mir an, Achtung, hier auf diesem Kursniveau, da liegen Käufer im Markt. Keine Ahnung, was da ist. Aber zwischen 14.106 und 14.104, hier lokalisiere ich die Käufer im Markt. So, und wenn ich die lokalisiert habe und sehe dann, wir tauchen hier nochmal genau zu 50% rein und dann zeigen sich auch hier mit diesen Kerzen, ups, da wollten wir nicht hinspringen. Na, wo waren wir? Keine Ahnung. Deuten sich da die nächsten Käufer und Verkäufer an, dann ist es genau die Indikation. Ihr könnt das in jedem Chartfenster nutzen. Ich gehe mal in so einen 5-Minuten-Chart mit rein und auch da seht ihr die gleichen Formationen. Ich habe hier diese schöne Abwärtsbewegung
Und ihr seht, die letzte Kerze, dieser negative Kerze hier wird komplett ummantelt durch diese positive Kerze. Und dieses komplette Ummanteln dieser positiven Kerze, das ist dann hier, so, da waren wir, das ist dann hier mein Bullish Engulfing Pattern. Das ist hier meine starke Umkehrformation. Der Tiefstand dieser Formation ist mein SL-Level, mein Stop. Kurse darunter haben nichts zu suchen, weil dann geht es weiter nach unten. Also können wir auch direkt am Tiefstand aussteigen. Die nächste Kerze ist der Entry in den Markt. Mit der dritten Kerze dieser Formation steige ich hier praktisch in den Markt ein. So, hier ist also mein Einstieg in den Markt, mein Entry. Und ihr seht, ich berühre nie wieder mein Stop-Level, ist aber der Beginn hier einer sehr schönen Aufwärtsbewegung, die ich hier sehr, sehr schön nutzen kann. Ihr könnt das wirklich in jedem Markt, in jedem Zeitfenster nutzen. Ich möchte euch jetzt nochmal zeigen, wie wir das Ganze zum Beispiel, gehen wir in den Minutenchart, mit unseren Setups kombinieren können, wie wir das Ganze also nutzen, wenn wir unsere Color Bands, unsere CAV-Lines, whatever ihr nutzen wollt, in diesem Bereich hiermit nutzen. Ich schaue mal ein bisschen runter. Wir machen uns mal hier nur unsere CAV-Line zum Beispiel rein. So als ein Setup ist der DAX 30. Wir geben ein CAV-Line-Setup und packen uns hier einfach mal unsere klassische Einstellung für die CAV-Lines rein, 1000, 2000. So. Und wenn ich dann im Bereich meiner Top-Bildung, im Bereich meiner Kauf- und Verkaufszonen diese Formationen entdecke, dann sind die natürlich besonders stark. Und jetzt seht ihr auch schon, wenn ich hier sehe, hier beginnt ein neuer Abwärtstrend und ich bilde jetzt hier, jetzt waren wir nicht genau dran an der Verkaufszone, bilde aber hier diese Umkehrformation auf, erklärt sich auch, warum es hier zu einer Korrektur kommt. Wenn ich jetzt hier direkt reinlaufe und sehe dann nochmal mit diesem Rücksetzer, diesen langen oberen Schatten, hier direkt in meine Verkaufszone. Sehr starke Konstellation. Heute ist eh ein sehr ruhiger Markt. Da tauchen wir nicht sehr häufig ein in diese Bereiche. Also da haben wir heute relativ wenig Handelssignale bekommen. Aber ich zeige euch einfach mal, wie wir das hier mit nutzen können. Wenn ich sowas hier entdecke, diesen schönen Shooting-Star, und nehmen wir mal an, die ganze Formation wäre noch ein kleines Stück höher gewesen, in hier meiner Verkaufszone, in diesem Bereich, extrem starke Konstellation. Diese Top-Bildungsformation, Doji, Shooting Star, Shooting Star und das Ganze in meiner Verkaufszone, das ist natürlich hier eine sehr, sehr starke Konstellation. Ja, CAV-Lines Einstellung 10 für die gestrichelte Linie, 20 für die große Linie. Alfons, für dich nochmal, 10, 20. So, dann sind das extrem starke Handelskonstellationen, die ich hier sehr, sehr schön nutzen kann, um hier Handelssignale halt mit zu entdecken. Hier dieses Engulfing Pattern im Bereich meiner Verkaufszone. Die positive Kerze wird komplett ummantelt durch meine negative Kerze. Ihr seht, ich bin hier in einem intakten Abwärtstrend. Da schrillen bei mir alle Alarmglocken. Und dann seht ihr, da kommt dann auch diese schöne Kurskorrektur nach unten. Sowas nutze ich natürlich immer unheimlich gerne, wenn ich solche Formationen, die ich euch jetzt hier beschrieben habe, in meinen Kauf, in meinen Verkaufszonen entdecke. Hier auch schöner, klarer Abwärtstrend im Vorfeld. So, dann wird die letzte negative Kerze durch diese riesige, dominante Kaufkerze ummantelt. Klassisches Bullish Engulfing Pattern. Da startet diese schöne Bewegung nach oben. So, das kann ich dann halt wunderschön nutzen, um hier Einstiegssignale zu finden. Wenn ich noch ein Stück zurückscrolle und entdecke dann hier im Bereich meiner Kaufzone die ganze Armada von Hammern. Hier ein Hammer plus ein Doji. Hier nochmal ein Hammer, der bestätigt wird. Das sind natürlich extrem starke Handelssignale, die in meiner Kaufzone, da weiß ich, was zu tun ist. Und dann seht ihr im Bereich, wenn ich hier an meine Verkaufslinie laufe, hier diese oberen Schatten auf den ganzen, der Doji, der hier auf neutral stellt, der Shooting Star. So, da weiß ich, das hier nennt man eine Top
Bildung in dem Bereich. Da ist Schluss, da ist ein Top im Markt, da ist Schluss mit der Bewegung nach oben. Wenn das Ganze natürlich noch in meiner Verkaufszone stattfindet, na vielen Dank, nutze ich das Ganze sehr, sehr gerne. Hier auch im Bereich hier der Shooting Star, dann hier nochmal der Hanging Man etwas später, dieser umgekehrte Hammer im Prinzip. So, die beiden Kerzenformationen in meiner Verkaufszone. Man nennt das Ganze eh so ein klassisches charttechnisches Doppeltop hier im Markt. Mega starke Verkaufskonstellation. Das erklärt dann auch, warum es da zu so einer riesigen Korrektur im Nachgang kommt und warum wir hier so eine schöne Bewegung nach unten haben. Marktstart heute Morgen. Ich hatte heute Morgen noch mal ein bisschen gesehen. Jetzt sehen die Charts ein bisschen angepasst aus. Ich zeige euch die aber mit beiden Setups. Tut euch einen Gefallen. Ich sehe bei einigen immer wieder, ihr kombiniert zu viel miteinander. Ich kann die kompletten Markteröffnungen, ich kann die kompletten Handel des Marktes mit den grundsätzlichen Setups. Ihr seht, ich habe keine weiteren Berater. Und hier haben wir auch die Konstellation. Ich habe bereits deutlich im Vorfeld, eigentlich seit 8:30 sind wir hier in einem Sell-Modi drin gewesen. Und tut euch einfach mal den Gefallen und arbeitet nur mit den nackten Setups. Wir hatten es heute im Coaching mit einigen schon durchgesprochen. Die wissen, was ich meine. 8:56, 57, 58. Shooting Star, Shooting Star, Hanging Man. Die 59er. In einem intakten Abwärtstrend. Außerhalb meiner zweiten Linie. So, wenn ihr jetzt keine weiteren Hilfsmittel habt, ihr habt gar nicht unser Buy-Sell-Histogramm. Ich weiß, das Buy-Sell-Histogramm war tendenziell leicht positiv. Aber macht es euch nicht komplizierter. Beherrscht ihr die paar Kerzen, die wir letzten Montag und diesen Montag durchgesprochen haben, mit unseren Indikatoren. Egal, ob ihr die CRV-Lines oder die Color Bands handelt, braucht ihr nicht mehr. Dann könnt ihr fast diesen nackten Chart hier handeln. So, was glaubt ihr wohl, welche Taste ich heute Morgen gedrückt habe? Intakter Abwärtstrend. Ich habe auch im 5-Minuten-Chart geschaut. Da waren wir auch in einem intakten Abwärtstrend. Ich habe mich mit den drei Kerzen außerhalb meiner Bänder befunden. Drei Shooting Stars, drei mega starke Sell-Indikationen. Das heißt, hier fiel mir heute Morgen die Entscheidung für einen Sell-Trade um 9 Uhr sehr, sehr leicht, der auch sehr, sehr schnell belohnt wurde. Und gegen dieses Setup, ich wiederhole es nochmal, nur wenn wir intakter Abwärtstrend, das zweite Band, das zweite Band, das zweite Band verlassen. Nur dann können wir gegen den Trend, ihr wisst, ich habe da noch eine Mittellinie hier drin, dann auch nur die Idee gegen den Trend. Ich mache es mal einfach mit dem Trend 20 Punkte in dem Setup, gegen den Trend 10 Punkte mit dem Setup. Waren heute Morgen sogar ein paar mehr, aber einfache Faustformel. So, und so könnt ihr dieses Setup ganz einfach nutzen. Ich nehme den jetzt nochmal raus und wir schauen uns das Ganze mit unseren Color Bands an. Ich ziehe also hier mal unser Color Band Setup mit rein. Dü-dü-dü-dü-dü. Ne, habe ich doch als Vorlage. Color Bands. So. Und auch hier nehmen wir mal alles raus und ich habe die Color Bands jetzt. Ich stelle sie mal ganz smooth. Wir nehmen mal die klassische Einstellung. Nichts Aggressives hier im Markt. Ich nehme meine Color Bands hier einfach mal auf unsere Standardeinstellung von 60. So, und dann seht ihr auch hier, wie ich meine Kerzenformation in dieser Einstellung nutzen kann. So, jetzt sollten wir alle Linien haben. Fertig. Ich scroll mal ein bisschen zurück auf mein Daily Open. Heute Morgen um 9. So, auch hier, ihr seht bereits im Vorfeld intakter Abwärtstrend. So, und dann sind wir mal mit diesen beiden Kerzen, was mich hier aber immer wieder interessiert, und das sehe ich immer wieder, primäre Aussagekraft, die First Line, die erste Color Band Linie, die ist intakt rot. Das heißt, das hier interessiert mich nicht. Ich laufe hier auch nicht in die Falle. Ich steige hier nicht um 9:50 Uhr oder 8:50 Uhr Serverzeit in den Markt ein, sondern
Ich will, hier ist meine Linie 8.59 Uhr, erst in den Markt einsteigen. So, und auch hier seht ihr, ich nutze nicht mehr. Ich habe meine Linie auf 59. Sehe aber Folgendes. Ich befinde mich außerhalb meines dritten Bandes. Ich sehe in der 57er Kerze bereits diesen riesigen oberen Schatten. Sorry, hier liegen Verkäufer im Markt. So. Dann sehe ich die 58er Kerze, einen wunderschönen Shooting Star. Die 59er oder 57er, die 58er Kerze, einen wunderschönen Shooting Star. Und dann wird das Ganze gefolgt noch von der 59er, einem Hanging Man. So, schön schnell unser Gerüst hier bauen. Hanging Man, immer nicht gut. Ha? Verkaufsindikation. Da kommt definitiv der Sell Trade. Und ihr seht, ich habe keinen Obos, keinen Money Flow, kein Stochhistogramm drin, keine Buy-Sell-Indikation drin. Ihr könnt aus dem nackten Chart genug ablesen, um hier dementsprechend starke Handelssignale zu finden. Und auch hier gilt später nur ein Ausbruch. Trend ist intakt. Ich habe hier diesen fetten negativen Abwärtstrend. Nur wenn ich aus dem dritten Band ausbreche und dann schaut doch mal, diese langen unteren Schatten, auch hier diese unteren Schatten, die zeigen mir Käufer auch. Und dann habe ich hier genau nochmal drei, vier Konstellationen, wo ich immer wieder reinkomme. Ich komme hier wieder rein in den Markt. Ein Doji stellt auf neutral. Das Ganze in einem 50-prozentigen Schatten. Danke dafür. Bis zur Mittellinie schnelle Punkte. Ausbruch aus dem letzten Band. Hier kommen die Käuferchen zurück. Danke, gehe ich rein. Schnelle 15 Punkte. Hier sind wir mit einem Hammer. Die ganze Kerze ist ein Hammer. Wieder aus dem letzten Band ausgebrochen. Kommen wir wieder rein. Wieder bis zur Mittellinie. Der Shooting Star. Und jetzt seht ihr auch, warum ich durchaus auch mal geneigt bin, im Bereich einer gestrichelten Linie durchaus an der zweiten Linie meinen Zelltrade zu platzieren. Taucht dort nämlich an einem Widerstandsbereich, da war auch noch ein Resistance Level gewesen, einen Shooting Star auf, der dann bestätigt wird. Danke, das ist ein schönes Sell-Signal, komme ich auch hier rein. Taucht auch mal ein Hammer zwischen meiner ersten und zweiten Linie auf, weil das Low dieses Hammers ist der Stop. Ihr habt hier Low Risk im Markt, ihr habt hier kleine Risiken im Markt, dann könnt ihr das Ganze nutzen, um euch hier am Markt zu platzieren. Und dann findet ihr genügend Handelssignale. Wenn ich hier sehe, an meiner zweiten gestrichelten Linie, dürfte ich offiziell ja nicht rein. Sehe aber die ganze Zeit schon hier einen Hammer und hier einen Hammer. Das sind so starke Bodenbildungsformationen. Da kriegt ihr ein Upgrade. Ja, das ist nur eine 80-prozentige Linie. Durch die beiden Hammer in dem Bereich kriegt ihr ein Upgrade auf 90%. Danke, nutze ich. Hier eine Formation, intakter Abwärtstrend. Und dieser Abwärtstrend wird beendet. Die letzte Kerze wird ummantelt durch eine dicke positive Kerze. Bullish Engulfing Pattern. Danke dafür. Starke Umkehrformation. Schönes Kaufsignal. Danke für diese 20 Punkte. Und ihr seht, wenn ihr das beherrscht, viel mehr brauchen wir nicht. Weniger ist mehr. Denkt immer dran. Mein Lieblingskredo, weniger ist mehr. Ich muss die Charts hier nicht überfrachten. Ich habe meine Hilfsmittel. Wenn ich hier ein Bearish Engulfing Pattern. Die erste Kerze wird komplett ummantelt von der zweiten. Klassische Umkehrformation. Schöne Korrektur. Ein Hammer in der Kaufzone. Ein Engulfing Pattern in der Kaufzone. Noch ein Hammer in der Kaufzone. Da weiß ich, hier ist wohl eine schöne Unterstützung im Markt. Da wird es wohl dann hier weiter nach oben gehen. Und dann nutze ich das Ganze, um hier natürlich dann gerne meinen Einstieg in den Markt zu finden. Und wenn ich dann hier im Bereich Doji, marktneutral, plus Shooting Star, das hatten wir vorhin auch besprochen, nur ohne unsere Bänder. So, Doji, Shooting Star, Shooting Star, da weiß ich, was passiert. Shooting Star ummantelt Engulfing Pattern, da weiß ich, was passiert. Und wenn ihr solche Formationen noch zusätzlich in euren Bereichen erkennt, dann könnt ihr das nutzen. So, Marcel, noch einmal eine Frage hier zwischendurch. Kannst du mal zeigen, wie ich die Limit Orders setze? Ja, ganz einfach. Wenn ich zum Beispiel jetzt entscheide, okay, ich bin in einem Aufwärtstrend. Erste Prämisse, bestimme den Trend, drei blaue Linien, Aufwärtstrend. Dann darf ich zwei Orders setzen.
an der ersten blauen Linie darf ich eine Buy-Order setzen. Das heißt, ich mache hier einfach irgendwo hier unten im Chart, geht ruhig ein bisschen weiter weg, einen Rechtsklick und drücke auf Buy-Limit. Und dann schiebe ich mir dieses Buy-Limit genau an die erste Linie. Ich darf hier auch in dem Szenario einen Sell-Trade setzen, aber nur gegen den Trend an der dritten gestrichelten Linie. Ich gehe einfach hier oben in den Chart, Rechtsklick, Sell-Limit, angepasst. Schon habe ich meine Limits im Markt gesetzt. Nur vorsichtig, wenn wir in unser Orderbuch gucken, kein Stop, kein TP. TP ist mir nicht ganz so wichtig, aber wichtig für mich SL-Kurse. Nehmen wir mal die Buy-Order. Ihr seht, ich habe hier das Buy-Limit drin bei 14.118, will ein Buy-Trade. Der darf also maximal 10 Punkte gegen mich laufen, wäre also 14.108 mein Stop-Kurs. Dann geht ihr hier in diese wartende Order mit der linken Maustaste einen Doppelklick. So, und dann gebe ich hier bei Stop-Loss die 14.108 ein. Ihr könnt jetzt natürlich auch 0,41 eingeben, dann habt ihr es ganz genau. Ich bin hier nicht päpstlicher als der Papst. Ändern und schon ist euer Stop-Loss drin. Und das Gute ist, wenn ihr die verschiebt hier, nehmen wir mal an, die Linien werden gestrichelt, dann darf ich erst an der dritten rein. Ihr seht, er behält jetzt den Abstand hier genauso mit aus und so kann ich das nutzen. Wichtig, am Ende des Tages nicht vergessen, diese Order mit rauszunehmen. Nicht, dass ihr hier wartende Orders habt, die irgendwo da nichts mehr zu suchen haben. So, unsere Stunde ist leider schon wieder rum. Dementsprechend hoffe ich, es war wieder interessant und spannend für euch. Werde das Video natürlich wieder bei uns in die Gruppe mit reinstellen, bei mir auf der Website mit reinstellen. Da könnt ihr das Ganze euch dann nochmal mit anschauen. Also ihr findet das Ganze nachher dann auch bei mir auf der Website. Ich gehe nochmal, zeige euch das, wo ihr die findet. Also neben unserem Terminplaner seht ihr, wandle ich denn das Webinar. Dann steht hier nicht mehr zum Webinar, sondern wie letzte Woche zu den Videos. Kommt ihr hier rein, könnt ihr euch das Ganze nochmal mit anschauen. Ich denke mal, morgen im Laufe des Vormittags steht das Ganze wieder drin, dann könnt ihr das Ganze nochmal euch mit anschauen und nutzen. So, ich hoffe, es war wieder spannend für euch gewesen. Freue mich auf unsere Einzelcoachings. Ein paar haben wir ja noch diese Woche. Wünsche euch erstmal wieder gute Trades. Freue mich auch, wenn ihr nächste Woche Montag wieder mit dabei seid um 18 Uhr. Ich überlege mir auch wieder ein spannendes Thema für euch, dass wir das Ganze hier weiter nutzen können und hier mit unserer Ausbildung für allen weiter vorankommen. Die Trader, die schon erfolgreich sind, noch erfolgreicher zu machen. In dem Sinne, eine gute Handelswoche, schöne Trades. Bis zum nächsten Montag. Danke euch.